Ich wurde gebeten, dieses Autolink-Bookmarklet kurz vorzustellen. Ich wurde überzeugt, dass es ganz gut ist. Ich will mal erklären, warum. Man kann dadurch aus allen anderen seitenübergreifend Notizen auf eine Seite weiterleiten, also praktisch sozial networkübergreifend oder forenübergreifend Links zu einem einzigen Platz umleiten. So kann man, also wie man das kennt, dass man dann bekommt dann so Links, also zum Beispiel hier auf irgendwelche Worte werden automatisch Links erzeugt, also großgeschriebene oder Links mit Bindestrichen werden automatisch Links erzeugt, so dass man, egal von wo aus man schreibt, immer zum gleichen Platz zurückkehrt. Also wenn man jetzt zum Beispiel von der Piratenpartei ist und möchte in verschiedenen Foren und Communities und sozialen Netzwerken arbeiten und als zentrale Anlaufstelle von den gemeinsam verwendeten Daten oder Stoffsammlungen immer wieder auf den gleichen Platz zurückkehren, dann kann man das mit so einem Ding machen, Booklet. Also der ganze Code ist hier drin, der ist vom Friedmark, wenn ich richtig weiß, erstellt worden. Der hat gesagt, ich soll das mal kurz vorstellen. Ich mache das jetzt. Man nimmt einfach den Code, diesen Text oben reintun in die Adressleiste und Enter tippen. Mal gucken, was passiert. Jetzt habe ich Enter getippt. Jetzt sollte was passieren. Bei mir ist aber nichts passiert. Nochmal. Oder steht da? Drag and drop the following bookmarklet into your bookmarks bar. Oder so vielleicht? Nee. So geht's nicht. Also jetzt mache ich mal einen Reload. Vielleicht hat sich irgendwas verändert. Nee, hat sich nichts verändert. Ich muss nochmal probieren. Also ich nehme diesen Quelltext, kopiere den Quelltext, gebe den hier ein, Enter. Also der Test ist so schon mal nicht gut verlaufen, so dass die Entwickler die Chance haben, da ein bisschen dran rumzumachen, woran es wohl liegen könnte. Vielleicht liegt es daran, dass hier irgendwelche Links eingefügt worden sind, so dass das praktisch nicht der richtige Originalquelltext ist, so dass da praktisch künstlich Quelltext drin ist. Ich kann aber mal kurz in den Quelltext schauen. Das könnte das Problem sein. Also hier irgendwo müsste der eigentlich stehen, der Quelltext. Oder markierter Quelltext heißt es, glaube ich. Auswahlquelltext, ja. Aha, probiere ich es mal so. Kopieren und füge den mal da oben ein. Vielleicht hat irgendwie ein Plugin von mir oder eine Art irgendeine Erweiterung, Firefox-Erweiterung hier so komische Pfeile dran gemacht, die dann zu Problemen führen. Jetzt Enter. Funktioniert auch nicht. Also zumindest kann ich nichts erkennen, kein Hallo Welt, kein irgendein Text, der irgendwie da sagen würde, jetzt wäre was passiert. And then test it on the page. The double click in the block. Drag and drop the following bookmarklet into your Bookmarks Bar. Bookmarks Bar. Was ist die Bookmarks Bar? Also das ist jedenfalls die Adresszeile. Normalerweise müsste es, also laut telefonischer Beratung von Friedemar, muss es das reichen, wenn man es da oben rein tut.
Das nennt sich Bookmarklet. Das muss eigentlich, das würde ich, ist die Frage, ob man den Begriff einführen soll. Man könnte ja auch für den normalen Anwender einfach dieses Text nennen und dann vielleicht in Fußnote anfügen, dass man das übrigens auch Bookmarklet nennt. Hat bei mir jetzt also offensichtlich nicht funktioniert. Also Lesezeichen, das ist wahrscheinlich das, was hier als Bookmark, als Bookmarks-Bar verstanden wird. Vielleicht mache ich das mal irgendwie damit. Ich will mal noch nicht gleich aufgeben. Der normale Benutzer hätte ja wahrscheinlich, die meisten hätten wahrscheinlich hier jetzt schon aufgegeben. Lesezeichen hinzufügen und dann Name. Ich will das aber manuell bearbeiten. Kann man das in diesem Firefox-Version nicht mehr? Das ist aber sehr schade. Dem soll ein Lesezeichen-Manager oder sowas geben. Früher gab es das. Also ich empfehle auch, dass andere Leute auch solche Testvideos machen. Ist ja leicht möglich. Gibt ganz viele Tools im Internet, wo man das sehr leicht machen kann. Und nicht nur ich, wenn ihr wollt, könnt ihr auch meines schneiden, bisschen kürzen, weil es wird ja jetzt schon sehr lang. Vielleicht könnt ihr es auf 10, 20 Sekunden schneiden oder einfach ein besseres machen. Okay, ich füge mal da ein Lesezeichen hinzu. Bei unsortierte Lesezeichen. Vielleicht kann ich die bearbeiten. Alle Lesezeichen anzeigen. Da habe ich ein unsortierte Lesezeichen. Vielleicht kann ich es irgendwie bearbeiten. Ich will das natürlich bearbeiten. Das finde ich jetzt also sehr anwenderunfreundlich hier, dass man das nicht bearbeiten kann. Ich fühle mich praktisch entmündigt der Bearbeitung hier. Adresse. Also hier ist eine Adresse, die kann ich also doch bearbeiten. Aha, man sieht, dass die Adresse hier nicht richtig abgespeichert wurde. Sehr interessant. Das heißt, man kann, muss vielleicht erst auf dieser Ebene die Adresse, die richtige Adresse eingeben. Hinzufügen. Sonst wird es vielleicht nicht richtig benutzt. Wie kann ich jetzt aber speichern irgendwie? Gibt es einen Knopf zum Speichern? Gibt es leider nicht. Vielleicht macht er das ganz automatisch. Das finde ich anwenderfreundlich. Das früher musste man immer speichern. Leute der alten Schule, ein bisschen älterer Jahrgänge, die suchen immer einen Speicherknopf. Das ist nicht mehr up to date. Okay. Dann gehe ich mal hier wieder raus und jetzt müsste ich ja das Lesezeichen aufrufen können. Ich benutze meistens selber keine Lesezeichen mehr. Ich mache mir die Notizen anders. Früher war das mein Stil, deswegen bin ich da nicht so schnell damit. Kürzlich als Lesezeichen gesetzt. Dann habe ich hier dieses. Jetzt rufe ich die Seite auf und passiert nichts. Würde ich nochmal bei Lesezeichen anzeigen. Unsortierte Lesezeichen. Ah ja, aber jetzt ist der Link immer noch da. Ich mache jetzt mal hier, wenn du alles um, nur Auto-Bookmarklet. So, und vielleicht kann ich auch durch, was ist hier für ein Häkchen, weiß ich nicht, durch Doppelklick da drauf. Ja, also man sieht, der schneidet hier irgendwie ab. Bei Unpartei Debate Graph für den Entwickler vielleicht interessant, wo er jetzt, wo das abgeschnitten wird. Das wird abgeschnitten. Underscore. Das JavaScript wird hier, achso, vielleicht ist es weiter vorne. Ne, auch nicht. Das JavaScript wird irgendwie gar nicht
gemacht hier, gar nicht eingefügt, oder? Das ist sehr seltsam. Einfügen und los. Also jetzt ist es schon sichtbar, aber danach nicht. Ich kann noch gucken, ob irgendwelche Browser-Einstellungen vielleicht das verhindern. Anwendungssicherheit erweitert. Nö. Das sieht eigentlich gut aus. Warmen, wenn Websendling jetzt. Das will ich eigentlich nicht. Übrigens, das hat damit nichts zu tun. Ja, also, es tut mir leid. Entschuldigung. Ja, also JavaScript ist aktiviert. Leider hat es mit dem Test nicht so ganz geklappt. Ja, was soll ich sagen? Mein Tipp ist, mein Tipp ist, nicht aufgeben, aber sich auch nicht zu lange damit beschäftigen. Man kann auch auf andere Art und Weise Nutzer zu diesen Communities bringen oder mit denen zusammenarbeiten. Es müssen nicht alle dieses Bookmarklet benutzen. Es kann auch irgendwie anders funktionieren. Genau überlegen, welche, vielleicht da solche Zielgruppen, verschiedene Zielgruppen mal sich notieren und Namen geben für Zielgruppen und überlegen, wer kommt denn alles und was brauchen die. Also vom Anwender aus denken. Und an irgendeinem Platz, vielleicht auch in diesem Wiki da, wo das dann ist, das Wiki hier, glaube ich, dann auch sowas, ja, Anwenderfreundlichkeit und Einfachheit und schnelle Lesbarkeit und solche Sachen sich überlegen. Aber das finde ich schon natürlich eine super Idee. Grundsätzlich das Bookmarklet. Sehr schade, dass das jetzt hier irgendwie nicht geklappt hat. Ich weiß nicht, was ich noch ausprobieren könnte. Also ich kenne das, es gibt ja diese Bookmarklets, die man normalerweise tatsächlich hier oben eingibt. Ich könnte jetzt noch testen, ob andere Bookmarklets gehen. Grundsätzlich und da würde ich aber schon zu tief in die Entwicklung einsteigen, weil ich eigentlich dafür jetzt keine Zeit mehr nehmen will und fast kann, weil ich anderes zu tun habe. Aber also als Tester habe ich wohl, wenn ich mir da noch was einfällt, aber wie ihr seht, hat es nicht geklappt. Ansonsten hätten jetzt hier diese Beispieltexte, die hätten jetzt unterstrichen sein müssen, hier an dieser Stelle, und dann mit einem Klick direkt immer auf das Wiki führen. Also es hätte in Facebook funktioniert und in anderen, also plattformübergreifend, also websiteübergreifend, wollte ich sagen, also auf unterschiedlichen, auf fast allen Webseiten hätte das funktionieren sollen, sodass man praktisch einen zentralen Ort hat, wo dann die Piratenpartei oder andere Leute Notizen machen können. Es soll sich anscheinend von Wikipedia unterscheiden, weil in Wikipedia kann man nur ganz fertig ausgearbeitete Artikel, Texte einbinden und das ist dann praktisch ein anderer Anwendungsfall. Die meisten wollen ja erstmal was entwickeln, den Text entwickeln und zum kollaborativen Arbeiten entwickeln muss man ja erstmal woanders zusammenarbeiten. Und Wikipedia wäre dann praktisch, ist praktisch eine andere Baustelle. Ja, tut mir leid. Ich probiere es noch einmal und dann, was steht hier noch? Google-Suche nach, nee, Quelltext, Element untersuchen kann ich noch machen. Was steht da? Irgendwas, keine Ahnung. Da unten ist irgendwie Text, also ich mache es nochmal eingeben. Enter, dann hätte es eigentlich funktionieren müssen.
Ist aber nicht der Fall. Mach noch einen Reload. Immer noch nicht der Fall. Jetzt beende ich das Video und bedanke mich für den Tipp zu diesem Bookmarklet, also zu diesem Quelltext, und hoffe, dass es bald funktioniert und dass es bald eine kritische Masse von Leuten übersteigt. Es ist auch möglich, dass man es für sich alleine benutzt. Das ist ja auch schon hilfreich. Auch wenn nicht mehrere nicht mitmachen, also wenn jemand einfach dieses Wiki hier, also diese Sammlung von Texten so mitbenutzt, steht ja jedem offen, dann ist das für den alleine schon hilfreich. Das müssen nicht unbedingt mehrere Leute benutzen. Aber es wäre natürlich dann auch schön. Anscheinend funktioniert es auch in Diaspora. Das ist ja eine Facebook-Alternative, die Open Source ist. Das hört sich da schon natürlich sehr interessant an. Und in dem Debate Graph auch eine sehr schöne Entwicklung, dieses Debate Graph. Gut, das war meine letzte Werbung sozusagen oder letzter Hinweis auf dieses Tool. Ich habe da selber keine finanziellen Vorteile davon. Aber freue mich sehr über diese Entwicklung im Internetbereich, die vielen Leute, die ehrenamtlich arbeiten. Und ich hoffe, dass sie das noch lange können. Gut, danke fürs Zuhören oder so. Viel Spaß. Tschüss.